Hallo liebe Gartenfreunde, ich stehe hier in einem wunderschönen Garten von einem Freund. Der Rasen, der hat einen Schnitt notwendig und zu diesem Zweck habe ich mir einen Rasenmäher mal besorgt von der Firma Hokura, den Benzinrasenmäher M1 mit 2,7 PS, zuschaltbarem Antrieb, was hier bei dem Gelände ganz vorteilhaft sein dürfte, da hier ein paar Anstiege drin liegen. Normalbenzin, 7-fach Höhenverstellung, eine Bremse natürlich, wenn man loslässt, dass nichts passiert. Und ja, dann schauen wir jetzt mal, testen wir mal und nachher melde ich mich nochmal. Ne? Wie Sie gesehen haben, den Bergfahrtest hat er mit Bravour bestanden, mit einer Hand ohne zu schieben. Das Ganze bei 46 cm Schnittbreite, hervorragend. Ja, nehmen wir weiter, schauen wir, was der Grasfangkorb macht mit dem Gras, ob man richtig schön voll macht bei dem feuchten Gras hier. So, der Grasfangkorb scheint zwischenzeitlich voll zu sein. Schauen wir mal, wie er das gemeistert hat. Ja, randvoll bis oben hin. Auch da hinten kann man sehen, komplett gefüllt. Würde ich sagen, 5 Sterne plus. Ich würde sagen, ich habe noch keinen Rasenmäher in der Hand gehabt, der den Grasfangkorb so pfropfenvoll gemacht hat. Hervorragend. Dann holen wir mal einen Schubkarren zum Ausleeren. Ja, da geht richtig was rein. Und das Tolle ist, das was jetzt hier rausfällt, da kann man den Rasenmäher als Staubsauger verwenden. Der packt das Gras nochmal und saugt es auf. Schauen wir mal, ob das auch funktioniert, was ich so versprochen habe. Sind die Randbegrenzungssteine leider nicht ganz bündig mit der Grasbodenoberkante verlegt. Deshalb ist es wichtig, man hat einen Rasenmäher, der an solchen Kanten auch mähen kann. Die 1000 Quadratmeter, die hätten wir geschafft. Und nachdem es in der Sonne zu heiß ist, machen wir das Fazit da drüben im Schatten. So, Garten ist gemäht. Nun noch mal eine Zusammenfassung zu dem Hokura M1 Benzinrasenmäher. Ja, vorweg, was hat mir extrem gut gefallen, das ist die Funktion vom Grasfangkorb. Der macht den Rand voll bis oben hin, der stopft das Gras rein, obwohl es noch ein bisschen feucht ist. Ne? Das ist hervorragend. Dann der Motor, 2,7 PS, vollkommen ausreichend, auch bei vollem Grasfangkorb, bergauf und zuschaltbarem Antrieb. 7-fach Höhenverstellung von 25 bis 75 mm. Geräuschkulisse sehr angenehm mit
ca. 96 dBA. Die Räder kugelbelagert, das Gehäuse Stahlblech, robust, pulverbeschichtet. Die Griffe hier lösbar, so dass man zusammenklappen kann und leichter transportieren, vielleicht im Autokofferraum. Und ich würde sagen, derzeit ein echtes Schnäppchen und das bei 5 Jahre Garantie. Also da geht man eigentlich überhaupt kein Risiko ein. Mäht hervorragend, 46 cm Schnittbreite und ja, diese Gatli jetzt mit 1000 Quadratmetern macht jetzt wieder einen richtig guten Eindruck an dem Rasenmäher. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen.